Aloha, ich grüße euch. Ja, die Mutter hatte Geburtstag oder hat Geburtstag. Ich drehe das hier heute an meinem Geburtstag. Claudia hat mich eben besucht und hat mir ein Gemeinschaftsgeschenk gebracht von Elisabeth, Muriel und von sich. Und es ist noch ein bisschen was angekommen. Ich habe es teils schon ausgepackt und teils packe ich es mit euch aus. Ich drehe jetzt ein Video und nicht alles extra, sondern ein kompaktes Video. Und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für eure lieben Geburtstagswünsche, auf welchem Wege auch immer. Mega, richtig cool. Ja, jetzt geht's los. Die liebe Elisabeth hat mir noch ein extra Päckchen geschickt mit einer ganz, ganz tollen Karte. Richtig schön. Und dann schauen wir mal, was drin war. Das habe ich ganz alleine für mich, weil ich musste ja heute arbeiten. Und ganz alleine für mich ausgepackt, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Da war noch keiner da. Wie im Moment auch. Meine Tochter ist da, aber wir haben schon Kaffee getrunken und mein Mann kommt erst später. Deswegen kann ich an meinem Geburtstag auch filmen. Später geht es halt weiter. So, ja, ich zeige euch die tollen Sachen von Elisabeth. Uiuiui. Villainous Potion. Und zwar ein Distress Oxide Kissen habe ich noch nicht. Ich habe ja generell nur drei. Das ist jetzt mein viertes. Habe ich drei oder vier? Also entweder ist mein viertes oder mein fünftes. Und ja, ich bin total gespannt. Freue ich mich drauf. Vielen lieben Dank. Ja, dann eine Mega-Stanze von Sammy Finn. Sammy Fim, so, ne? Sammy Fim mit M. Richtig cool, ein Hallo mit Schatten. Ich stehe ja auf Schattenstanze. Also Elisabeth wieder voll ins Schwarze getroffen. Vielen lieben Dank. Ja, dann ein richtig geiles Kit von Love from Lissy. Da sind, also oh, schön. Also wie gesagt, das ist wieder der Oberhammer. Ich zeige euch jetzt nicht alle. Ich nehme nur mal ein paar raus, damit ihr so ungefähr seht. Guckt euch mal, ist das nicht niedlich, ne? Oder richtig süß. Die Teekanne, das Mädel, die Blümchen und hier die Fee. Also richtig cool. Hier noch mal so eine schöne Fee. Den Pilz. Und guckt euch mal diesen niedlichen Bären an. So ist besser, ne? Licht ist wieder blöd. Ja, mit dem Licht kämpfe ich ja immer. Ein wenig, hier nochmal eine Teekanne. Und hier die Fee mit ein bisschen anderer Hautfarbe. Guckt mal. Also richtig, total cool. Freue ich mich. Richtig, richtig cool. Wird Platz finden auf dem einen oder anderen Teil, was ich werkeln werde. Und natürlich in meinem Bullet Journal. Da hatte ich mir auch ein neues bestellt. Das wollte ich ja gemeinsam mit euch anfangen zu gestalten. Muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Wann und wie. Ja, dann diesen tollen Block. Den mache ich auch mal auf. Der kann ja direkt hier in mein neues Regal. Ich habe ja eine Umfrage gestartet. Wer möchte dann mein Regal mal sehen und wir blättern Blöcke durch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf habt? Und hier ist dieses mega tolle Papier. Richtig cool. Und hier finden sich dann halt die Motive auch wieder. Oh, Zucker. Also, oh, richtig toll. Weil ich habe ihn selbst noch nicht durchgeblättert, deswegen ich staune gerade. Und oh, die Farbe ist auch toll. Richtig cool. Schön. Und Braun gefällt mir sehr gut. Und hier, oh, guckt mal. Oh, schön. Und das. Ja, richtig cool. Ich muss es doch wieder da reintun, weil es nicht gebunden ist. Dann tue ich es doch lieber hier wieder rein. Mache ich gleich. Müsst ihr ja nicht gucken, wie ich da rumfummel. Ja, dann
dieses Bundle mit den schönen Steinchen, passendem Band, Stanzen passend dazu und dieses traumhafte Stempelset. Ich finde es richtig cool, die Hintergründe, die Sprüche, dann die Fee und man kann es halt ausstanzen. Ja, cool. Richtig, richtig toll. Elisabeth, vielen, vielen lieben Dank. Ja, und dann, das war der Anblick, als ich es aufgepackt habe. Das war alles eingepackt und oh, ist es nicht süß? Da zeige ich euch jetzt auch nur mal eine kleine Auswahl. Da hatte ich schon mal grob geguckt, aber wirklich grob. Guckt mal. Und der Hammer ist, das ist ja ein Block gewesen. Elisabeth hat mir alles ausgeschnitten. Also Elisabeth, der Hammer. Richtig cool und vielen lieben Dank für deine Mühe. Aber du entspannst ja dabei, ne? Das ist richtig niedlich. Den hatten wir schon. Hier, kleine Dinosaurier. Ich will mal die kleinen Meerjungfrauen. Die sind auch so. Hier der Wal. Also, guck doch mal. Süß, ne? Richtig niedlich. Ja, Mann. Süß. Den hatten wir eben schon mal. Hier haben wir die Kuh. Und hier, das erinnert mich so wie aus einem Land vor unserer Zeit, ne? Wie dieser kleine Dinosaurier da. Petri, Petri, flieg nicht so schnell. Petri war mein bester Freund. Wo er dachte, der wäre abgestürzt. Oh, das ist so niedlich. Ich will mal gucken, dass ich noch ein... Das sind wieder Dinos. Wie gesagt, ich will euch jetzt hier nicht alle zeigen. Och, die muss ich mal aufzeigen. Guckt mal. Hier diese, ne, diese Meerjungfrau. Niedlich. Elisabeth, vielen, vielen lieben Dank. Du weißt, das war nicht nötig, aber ich freue mich natürlich. Ja, vor allem, da du mir so viel Arbeit abgenommen hast. Richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank. Ah, ein Washi war noch dabei. Und zwar dieses hier. Ich mache das auch direkt mal auf. Das passt nämlich schön zum Papier. Ist auch richtig cool. Schmeiß dich mal hier hin. Und ich könnte das so sehen. Ich rolle euch das mal ab. Guck mal. Also ich finde es toll. Richtig cool. So eins habe ich auch noch nicht. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ja, das war das extra Geschenk. Jetzt kommt das Gemeinschaftsgeschenk. Ich muss gerade das in meine Tasche tun. So, das ist das Gemeinschaftsgeschenk von Muriel, Elisabeth und Claudia. Da habe ich einmal ein Kärtchen bekommen. Das zeige ich euch natürlich auch. Guckt mal, passend. Ne? Richtig cool. Vielen lieben Dank dafür. Das hat Claudia gezaubert. So, das kommt hier hin. Ja, dann gab es einmal Band. Das ist von Ideen mit Herz. Das kommt auch gleich direkt dann in die Tonne. Und guckt mal. Also die Verpackung, ne? Guckt mal. Mega, ne? Richtig cool. Jute mit Spitze. Ich guck mal gerade, ob es fest ist. Ja, ist fest. Fest da dran. Aber ist schön. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier kleine Puffy-Herzen. Wie so ein bisschen, ja, so Stoffherzen. Kann man auch schön überall draufkleben. Dann Glitzerschnee. Ich habe ja schon den normalen Schnee vom Action. Aber Glitzerschnee habe ich noch nicht. Werde ich ausprobieren. Vielen lieben Dank. Ja, und dann dieses tolle Stempelset, was auch schon auf der Karte war, dieses Einhorn. Ich guck mal, ob man es so besser sieht. Ne? Sehr, sehr cool. Dann,
Das ist wohl ein altes Schätzchen von HEMA, wo ich habe gesagt, das ist so ein HEMA, kenne ich gar nicht, also ist schon sehr alt. Da kann man so Girlanden rausmachen hier oben. Auch cool. Ja, dann viele Planersticker. Kann ich ja auch immer gut gebrauchen. Und hier schöne Eis- und Melonensticker. Hier nochmal. Ja, dann total witzig von JM Creations, diese Stanzen mit Brille. Also Brillen sind das. Da kann ich dem einen oder anderen mal eine Brille aufsetzen. Auch cool, bin ich gespannt. Ja, dann hier von Love from Lissy. Ganz tolle Sprüche. Auch richtig cool. Ja, und mega Worte nach Wunsch von Stampin' Up. Ich halte es euch mal rein. Also für alle Gelegenheiten etwas richtig cool. Ne? Wir sind schwanger, sei frech, wild und wunderbar. Ein kleiner Shoppingbonus, erfülle dir einen Wunsch. Stell dir vor, dein Leben wird traumhaft und du bist schuld. Alles Gute zur Einschulung, ein kleines Denk an dich, Urlaubsgrüße aus Balkonien für die coolste Oma der Welt, viel Glück im neuen Job. Am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Also richtig tolle Stempel von Stampin' Up. Dann zwei Blöcke von Ideen mit Herz. Die blätter ich jetzt nur mal grob durch. Mega ist, dass die hier doppelseitig bedruckt sind. Und das passt, das eine passt dann zum anderen. Richtig cool. Das war der eine. Und dann hier mit den Blümchen. So sieht er, glaube ich, besser. Ne? Ja, ich muss jetzt gucken. Ich sitze vor meinem neuen Regal. Und die Lichtverhältnisse habe ich noch nicht so raus. Habe ich ja generell ein Problem mit. Ne? So, ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. So, dann, Claudia hatte mal aussortiert und hat gesagt, du kannst mal gucken. Und dann habe ich mir dieses Set. Ich sage, das hätte ich gerne. Und ehrlich gesagt, ich hatte das schon wieder vergessen. Hätte ich ja dann mitnehmen können. Oder, nee, sie hat ein Foto geschickt, ne? Ich denke, ja, irgendwann sehen wir uns und kriege ich wohl dann. Das ist alles drin. Ja, jetzt hat sie es mir geschenkt. Vielen lieben Dank. Richtig cool. Das ist genauso meins mit den Blumen und diesem Muster. Erinnert mich ein bisschen so an Eulili oder Pip Studio. Das ist ja auch richtig toll, was die da immer haben an Mustern. Das ist voll meins. Und hier die passenden Sticker dazu. Ja, dann für meine Hamburg-Reise noch einen Kofferanhänger. Da weiß ich schon, dass mir keiner den Koffer ziehen wird, weil die stellen sich ja immer so an auf der Arbeit. Aber naja, packe ich eben nicht so viel ein. Ja, dann ganz tolle Stempel. Ich halte noch mal hier was Weißes dahinter. Mit kleinen Häschen. Ne? Richtig süß. Hoffe, dass. So kann man es ein bisschen besser sehen. Ne? Und die passenden Stanzen dazu. Und dann noch ganz tolle Eckstempel. Die habe ich auch noch nicht. Da bin ich gespannt. Vor allem im Bullet Journal kann man sich schön ja mal eine Ecke stempeln oder halt auch nur so ein Feld, wo man dann die Ecken mit oder das Feld grenzt man mit diesen Ecken halt ab. Finde ich mega. Richtig cool. Ja, und dann tada, ein großes Falzbrett. Ja, habe ich schon lange mit geliebäugelt und jetzt habe ich es. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich. Vor allem kann ich jetzt schön in die Rosettenproduktion gehen. Ich bin gespannt, ob es noch einfacher damit geht. Hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht zu den Rosetten, aber ihr wolltet ja noch mal ein Video. Wird auf jeden Fall kommen mit meinem großen Board dann. Richtig cool. Freue ich mich. Da kann man natürlich ganz vieles mitmachen, ob Umschläge oder Boxen, Schachteln und ne, alles Mögliche werde ich mich mit beschäftigen. Bis jetzt habe ich ja nur das Kleine von Action und halt mein normales Schneid- und Falzbrett und damit habe ich immer gefalzt. Und jetzt habe ich endlich mal ein großes. Ja, vielen, vielen lieben Dank. So, ich räume das jetzt weg und dann, ihr Lieben, geht es ans Auspacken. Es kommen, sind nämlich zwei Pakete, die ich noch nicht ausgepackt habe und da. Das machen wir zusammen. Jetzt hätte ich euch doch bald das hier unterschlagen. Guckt mal.
Ich habe das, Claudia war ja dabei, wo ich es ausgepackt habe. Und gesagt, das ist ein Stift. Sie so, Ich sag, hä? Ja, was ist das wohl, ihr Lieben? Ihr werdet es nicht glauben, habe ich noch nie gesehen. Es ist eine Schere. Ist es cool oder ist es cool? Mega geil. Richtig cool. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Ich lasse es mal hier stehen, falls ich es noch brauche. So, ja, dann ist ein Päckchen gekommen. Das ist schon Samstag gekommen. Ich habe es schon aufgeschnitten. Ich habe auch schon einmal so reingelinst. Mehr nicht. Den Rest packen wir gemeinsam aus. Das ist von der lieben Claudia. Und zwar von der anderen Claudia, die mir auch schon öfters was geschickt hat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Du weißt, du brauchst das nicht, aber ich freue mich natürlich. Ja, ich bin gespannt. Das packen wir jetzt zusammen aus. Ich stelle es mal hier hin. Obwohl, dann wird das Licht noch schlechter. Ich packe das jetzt so aus und dann. Oh. So, jetzt ist der Karton leer. Womit fange ich an? Mach was draus. Hier steht drauf, mach was draus. Und das packen wir jetzt als erstes auf. Ich bin gespannt. Du wirst es nicht glauben. Davon habe ich schon 3 Stück. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde die so niedlich. Ich glaube, ich habe die ein bisschen schillernd. Und ach, du hast mir ein Licht darunter gemacht. Wow, cool. Okay, das habe ich natürlich nicht. Mega. Ja, cool. Oh, das sieht. Ja, mache ich auf jeden Fall was raus. Ja, da bin ich auch. Ich habe zwar diese Lichter, bin ich aber noch nicht drauf gekommen. Richtig cool. Vielen lieben Dank. Werde ich schön dekorieren, auf jeden Fall. Mal gucken, was reinkommt. Mega. Und ich meine, ich habe die in Schillernd oder ein Tick dunkler. Keine Ahnung. Oder so ähnlich? Ich weiß es nicht. Ist ja egal, aber mega. Richtig cool. Guck mal, macht so schon was her, ne? Nur beleuchtet. Ja, das sollte ich vielleicht ein bisschen hier stehen lassen. Dann haben wir mehr Licht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Dankeschön. Super. Richtig cool. So, dann haben wir hier was Kleines. So. Der tollen Serviette, die ist richtig schön. Was haben wir hier? Granatapfel, Avocado, Seife. Ja, vielen lieben Dank. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, ich liebe Seife. Ich nehme ja fast nur Seife. Ganz selten mal ein Duschgel. Und wenn dann Duschschaum, wenn ich zum Beispiel nächste Woche nach Hamburg fahre, dann nehme ich einen Duschschaum mit. Aber ansonsten, ich meine, heutzutage heißt das ja feste Dusche und kostet dreimal so viel. Früher sagte man dazu einfach Seife. Ja, riecht gut, sehr schön. Werde ich nutzen. Vielen lieben Dank. Granatapfel, Avocado. Ohne Palmöl, vegan. Vielen lieben Dank. Kann ich sehr gut gebrauchen. So, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich mache das auf. Guck mal hier. Eine tolle Verpackung gewerkelt. Richtig cool. Ich denke, man kann es schieben. Ja, cool. Oh. Ach, und hier ist Handmade bei Claudia. Guck mal. Sehr schön. Und dann haben wir ein Top. Oh, guck mal. Geburtstag. Da hast du hier, das ist ja auch eine coole Idee. Das sind so Stäbchen, so Rührstäbchen aus Holz, ne? Draufgeklebt. Da bin ich gespannt. Och, das ist eine Karte. Oh, ich muss gerade mal lesen. Ja, vielen lieben Dank. Ich halte es jetzt in die Kamera. Wer es lesen möchte, kann das tun. Vielen, vielen lieben Dank, Claudia. Richtig cool. Hier so eine 3D-Karte. Also, ich muss mal gucken, wie du das. Das wird gefalten. Ne? Das habe ich auch noch nicht gemacht.
Das ist richtig cool. Mega. Ja. Musst du mir mal verraten, wie das gemacht wird. Das ist cool. Ne? Da kann man natürlich auch alles andere mit ausstanzen. Muss man nicht unbedingt eine Kreisstanze. Aber es ist sehr cool. Toll. Und vor allem, man kann, wenn man Bock hat, Alben zu basteln. Ne? Hier so schönes Cover, das macht ja auch Spaß. Ne? Man hat aber nicht immer die Verwendung dafür. Und das als Karte finde ich nett. Finde ich echt schön. Super. Dankeschön. Richtig toll. So, dann Banderole wieder drum. So. So. Hier bin ich ja mal gespannt. Auch ganz toll verpackt. Guck mal hier mit der Klammer. Die kann ich ja auch immer gebrauchen. Hier ist noch ein kleiner Brief. Schwupps. Ich guck mal, ob noch was draufsteht. Ich will ja hier nichts unterschlagen. Ja, sogar etwas zum Wärmen. Ich weiß schon, was es ist. Socken, bestimmt. Cool. Ja, Socken, aber diesmal nicht selbst gemacht. Aber guckt mal. Wie geil. Ja, die sind ja mal mega. Mit den Punkten. Cool. Richtig cool. Die kommen direkt in die Wäsche und dann gehen die mit nach Hamburg, weil wir im Moment brauche ich ja abends immer eine Wärmflasche und wer weiß, ich meine, ich werde ja keine Wärmflasche mitschleppen ins Hotel. Und da brauche ich warme Füße. Vielen lieben Dank. Wie witzig. So, dann haben wir hier auch noch ein tolles Paket. Was steht da? Etwas für den Hals und mehr. Okay. Das macht mich neugierig. Ich mach mal hier die Brads ab. Oder Musterbeutelklammer, ne? Eieiei. Du hast mir jetzt keinen Schal gestrickt. Und oh Gott, da gucke ich gleich. Ich muss erst hier gucken. Oh, hier mit Schildchen wieder von Claudia. Ach, das ist ja cool. Da zieht man sich so. Ach, das zeige ich euch mal im Live. Mega. Und hier mit dem Geflochtenen, ne, da zieht man sich so um den Hals. Toll. Cool. Richtig geil. Ja, vielen lieben Dank. Toll. Sehr schön. Boah, Hammer. Ne, selbst gemacht. Toll. Ne, ich glaube, du machst das auch auf Auftrag. Also wer Kontakt da haben möchte, gerne mich anschreiben. E-Mail verlinke ich unten in der Infobox. Dann stelle ich den Kontakt her. Also sie macht auch Auftragsarbeiten. Meine ich mich erinnern zu können. Ne? Gib laut, wenn es nicht so ist, aber ich glaube schon. Ne, ach, herrje, Achtung, Tierkörper. Von. Rechts? Ne, die will ins Regal. Och, guckt mal. Ein Häkeltier. Och, ist der süß. Und da, Tierkörper. Einmal Schwanz. Och, mit Kettchen hier, mit. Guckt mal. Claudia, du bist ja verrückt. Du bist ja verrückt. Und hier noch eine ganz tolle Geschichte dabei. Hallo. Na, endlich hast du mich hier raus. Hihi, jetzt bist du überrascht. Kann ich gut verstehen. Ich nämlich auch. Denn hey, wir kennen uns ja nicht. Kannst mir glauben, die Reise in der Kiste war echt cool. Diese Enge. Und das Hin- und Herfliegen. Und glaub mir, mit so Kisten gehen die beim Transport nicht gerade vorsichtig um. Aber hey, hüpf, jippie, meine Reise in die Kiste ist endlich rum und ich habe wieder frische Luft um meine kleine Nasenspitze. Du glaubst gar nicht, wie gut das tut. Nein, ich bin hier an meinem Ziel. Ich bin bei dir, obwohl ich gar keine Ahnung habe, wer du bist. Egal, wir haben jetzt genug. So, jetzt ist die Katze endlich hochgesprungen. Ich leg den mal so. So, dann könnt ihr, also ich lese euch die Geschichte jetzt vor, das ist sehr interessant. So,
Nein, ich bin hier, an meinem Ziel. Ich bin bei dir, obwohl ich gar keine Ahnung habe, wer du bist. Egal, wir haben jetzt genug Zeit, uns kennenzulernen. Erst einmal sollst du wissen, wer ich bin und warum ich hier bin. Also die Geschichte ist gar nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. Hihi. Meine Chefin weiß, dass du Geburtstag hast. Leider ist sie nicht dazu gekommen, Socken zu stricken. Aus diesem Grund hat sie sich was anderes überlegt. Meine Chefin hat gesagt, dass du ein toller Mensch bist und dir immer wieder Lächeln ins Gesicht zauberst. Da frage ich mich natürlich, ob du eine Zauberin bist. Grübel, grübel. Oh, ist das her. Oh, Hammer. Ups, ich wollte mich aber erst einmal vorstellen. Meine Chefin sagt Hetty zu mir, aber du darfst mir natürlich selber einen Namen geben. So, nun aber weiter. Meine Chefin hat zu mir gesagt: Hetty, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich schicke dich auf Reise für Petra, auch als Hedwig Gedönsrat bekannt. Du bekommst die Aufgabe, immer an ihrer Seite zu sein, um auf sie aufzupassen. Wir werden uns nicht wiedersehen, aber sei nicht traurig, kleine Hetty, sondern freu dich darauf. Du wirst es gut bei ihr haben, das weiß ich. Oh, da muss ich ja schlucken. Das ist der Hammer. Oh. Tja, was soll ich sagen, liebe Petra? Du kannst dir vorstellen, das war leicht gesagt, nicht traurig zu sein. Aber als ich eine Nacht darüber geschlafen habe, ist mir bewusst geworden, warum es mich gibt. Moment, ich bin dafür da, um. Ich bin dafür da, um für liebe Menschen, egal wo sie sind, da zu sein. Also werde ich von meiner Chefin auf die Reise zu dir geschickt. So, liebe Petra, nun bin ich hier und super stolz, stolz wie Oscar, obwohl ich Hetty heiße, weil ich ab heute an deiner Seite bin. Hey, hallo, nicht weinen. Ach, Khaleesi. Das Ding hier. Entschuldigung, ihr Lieben. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Khaleesi, lass es doch mal. Die versaut jetzt hier den ganzen Brief. Der ist ja herzerweichend. Also das ist ja der Hammer. So. Hey, hallo, nicht weinen. Nein, na gut. Wenn es Freudentränen sind, ist es erlaubt. Denn ich will nicht, dass du traurig bist. Aber meine Reise ist ja jetzt nicht zu Ende. Nein, sie fängt. Nun fängt sie. Oh, Moment, das ist, oh, Entschuldigung. Nein, sie fängt. Nun fängt sie nämlich erst an, die Reise mit dir. Ich möchte dich begleiten auf all deinen Wegen und für dich da sein und bei dir bleiben, wenn du es möchtest. So, und nun zum Schluss. Ich bin echt froh, bei dir zu sein und ich freue mich darauf, dass ich mit dir viel entdecken kann. Ja, ich freue mich darauf. Bin gespannt auf eure Tierkörper. Ob ich wohl darauf reiten kann? Krübel, krübel. Aber was supi wichtig ist, ich möchte mit dir lachen, wenn es einen Grund dafür gibt. Und ich möchte dich von ganzem Herzen trösten, wenn du traurig bist. Du kannst mir immer alles erzählen. Ich verspreche dir, ich erzähle nichts weiter. Es wird alles auf meinem Herzchen gespeichert. Ich freue mich auf das Leben mit dir und bei dir. Hey, wenn ich nicht so klein wäre und nicht so kurze Arme hätte, würde ich dich ganz fest in meine Hetty-Arme nehmen. So, liebe Petra, nun weißt du Bescheid, deine Hetty. Ab jetzt. Gut. Ich muss mal kurz den Rest noch lesen und ich muss mir ein Taschentuch holen. So, okay, kann weitergehen. Dann kommt noch ein kurzer Nachklapp. Liebe Petra, ich habe Hetty auf die Reise zu dir geschickt, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Ich hoffe, dass wir, Hetty und ich, es geschafft haben, dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ach ja, frag jetzt nicht. Oh, Moment. Frag jetzt nicht. Oh. Wo? Das kann ich jetzt nicht lesen. Wie bekomme ich das? Oder womit habe ich das verdient? Nimm es einfach hin, denn du hast es mehr als verdient, auch mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert zu bekommen. Von Herzen alles Liebe zum Geburtstag, Claudia. Claudia, das ist der Hammer. Also, das ist so rührend. Das ist der Hammer. Guck mal, auf tollem Papier geschrieben, alles handgeschrieben. Von Hammer, Hammer, Hammer. Ja,
Hetty wird einen guten Platz bekommen. Und ja, mein Sorgenfresserchen und Seelentröster und natürlich auch Freudenbereiter. Hammer. Also geil. Die Geschichte dazu und also, boah. Oberhammer, kann ich nur sagen. Vielen, vielen lieben Dank, Claudia. Ich weiß, du hast selbst nicht viel. Du hast mir schon so oft eine Freude gemacht und du weißt, dass du das nicht musst, aber das ist der Hammer. Also, Oberhammer. Fühl dich ganz, ganz lieb gedrückt. Ich werde dem auch irgendwie ein Täschchen machen oder sonst irgendwas und der Brief kommt dabei, damit ich den nicht verzammel, sondern dass der Brief hier bei ist. Ja, mir fehlen die Worte. Echt. Und ich kann mich nur jetzt nochmal für das Licht entschuldigen. Es ist der Hammer. Ja. Ich mache nochmal kurz auf Pause. So, ihr Lieben. Ich entschuldige mich für das Gestammel mit dem Brief und so, aber das war so emotional. Ja, ich habe es mir jetzt nochmal in Ruhe durchgelesen. Hammer. Also echt Oberhammer. Und ich habe ein bisschen am Licht gefeilt, wie ihr seht. Ich entschuldige mich auch für das schlechte Licht. Ich arbeite stetig dran. Und Claudia, vielen, vielen lieben Dank. Hammer. Wirklich Oberhammer. So, dann kommen wir zum nächsten Paket. Das ist ein ganz schönes Trümmerteil. Kriege ich gar nicht so. Ich guck mal, dass ihr mal reingucken könnt. Geht aber, glaube nicht, ne? Könnt ihr. Ich guck mal, ob ich es hinkriege. So, und zwar ist das vom Kanal Sparina. Das verlinke ich euch natürlich. Ich verlinke euch Muriels Kanal, wie auch Sparinas Kanal. So, und da bin ich gespannt. So, die beiden Pakete waren da drin. Ich bin total gespannt. Ich hatte es ja aufgemacht und schon reingelinst und habe hier auch gelesen. Ich konnte noch eine für dich ergattern. Hoffe, du hast sie noch nicht. Und dann habe ich überlegt, da ist ja wohl keine Mini-Nähmaschine drin. Das war der erste Gedanke. Ich bin jetzt gespannt, ob ich richtig liege. Das wäre der Oberknaller. Also die habe ich noch nicht. Und ich bin total gespannt. So, gut, dass ich die Schere hier habe. Das schnippeln wir mal auf. So, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinen Geschenken haltet, ob euch die alle gefallen, was ihr vom Bär haltet. Das war das emotionalste Geschenk. Ich meine, alle Geschenke sind toll. Ich freue mich über alles, um Gottes Willen, ne? Aber das war natürlich, ja, das ist sie. Sparina, du bist verrückt. Cool, mega cool. Die hatte nämlich in einem Video, hat sie einen super Schnapper gemacht. Ich glaube, es war im Kodi, im Bu, ich weiß es gar nicht. Mega. Wie gesagt, ich verlinke euch ihren Kanal, müsst ihr mal gucken. Das war, ich weiß auch nicht mehr, wann es war. Auf jeden Fall war es die Mini-Nähmaschine. Ich habe zwar so eine Handnähmaschine, die ist auch cool, aber die hält halt nicht zusammen, weil der Unterfaden fehlt. Also das heißt, ich kann mal, mir ging es ja ums Papier nähen, ich kann das nähen, aber ich habe keinen Halt. Also ich könnte ein Papier nähen und dann irgendwo draufkleben. Und hiermit hoffe ich natürlich dann Papier nähen zu können. Ich habe zwar eine große, die ist aber im Keller, die holt man halt nicht immer und ich bin total gespannt. Kannst du mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob das bei dir funktioniert, ob du die schon ausprobiert hast. Freue ich mich total drauf. Super. Richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank. So, und dann dieses hübsche Paket. Wie gesagt, alle waren natürlich hübsch eingepackt, ne? Auch Elisabeths und Muriels, nur die habe ich für mich ausgepackt. Ne? Ich wollte da ein bisschen, weil ich halt auch alleine war, weil noch keiner hier war. Und ich wollte ein bisschen was mit euch auspacken und ich wollte ein bisschen was alleine auspacken. Eine tolle Karte. Ich lese mal.
Liebste Tante Hedwig, ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag. Hab einen tollen Tag. Drückerschen und Knuddelgrüße. Carina Sparina. Ja, vielen lieben Dank, ne? Der Tante Hedwig. Dann haben wir hier ein tolles Kistchen. Hast du wahrscheinlich so das selbst? Da ist das Serviettentechnik? Das weiß ich jetzt nicht. Kannst du mir in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir hier, öffnen wir das mal. Und, och, ja, och, guckt mal. Och. Wie süß, die Sockenwichtel. Eine Frau und ein Mann. Sind die verbämselt? Ne, die sind nicht verbämselt. Guckt mal, wie niedlich. Ja, Sparina macht ja Sockenwichtel. Da hatte sie, ich glaube, letztes Jahr ein Video. Und es kommt noch ein aktuelles Update. Nochmal mit neuen Wichteln. Und ja, das erwartet euch da. Könnt ihr ja mal gucken. Richtig cool. Ja, mit Glöckchen, mit Gebamsel. Ja, sehr, sehr schön. Kriegen einen tollen Platz. Die Schleifchen. Achtung, Tierkörper. Kalisi, willst du hier Glöckchen? Hm? Guckt mal. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Oberhammer. Also, ich freue mich über alles hier. Richtig cool. Ne? Ob es zum Hinstellen ist, zum Basteln ist, alles richtig cool. Ihr habt meinen Geschmack voll und ganz getroffen. Ich freue mich. Ne? Fühlt euch alle Mann ganz, ganz lieb gedrückt. Drückerle und Busserle. Da muss ich grinsen. Aber richtig cool. Wo ist Hetti? Hier. Kommt noch dazu. Ne? So, wir verabschieden hier uns hier an dieser Stelle. Mega. Ich freue mich. Ich freue mich, die Ausstandsteile aufzukleben. Ich freue mich, die Stempel auszuprobieren. Ich freue mich über das Scoringboard, über alles. Über die Nähmaschine, über die Socken, über den tollen Schal. Ne? Wie gesagt, den ziehe ich im Live mal an. Ach, Kalisi, die ist hier im Innenleben vom Karton. Ne? Über alles. Ne? Also richtig cool. Ich werde heute Abend, ja, heute wahrscheinlich nicht, ne? Heute Abend wird noch ein bisschen gefeiert, aber wenn ich Zeit habe, die Stempel und die Stanzen und alles schön ausprobieren, da freue ich mich richtig drauf. Das juckt mich natürlich in den Fingern. Ne? Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Auch für alle, die mir gratuliert haben über Facebook, über WhatsApp, mir eine E-Mail geschrieben haben, mir eine persönliche Nachricht geschrieben haben. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, 52 bin ich jetzt, alter Verwalter. Aber Benjamin Blümchentorte musste noch sein. Die schmeckt einfach nur toll. Weil wir waren ja heute nicht so viele. Und heute Abend ist noch ein bisschen Familie dann da. Und ich hoffe, ihr genießt das Video, auch wenn das Licht am Anfang nicht ganz so prickelnd war. Ich habe ja hier ganz neue Konstellationen mit meinem neuen Regal. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn mein Regal, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe ein großes Kallax-Regal mir jetzt in den anderen Wintergarten gestellt. Ich werde mein ganzes Papier in dieses Regal tun, das hier wirklich nur Papier ist. Und ich habe das ein oder andere Foto schon gepostet. Ob wir da mal durchstöbern wollen, Blöcke zeigen wollen, also ob ihr Blöcke sehen wollt, wenn es denn fertig einsortiert ist, ob ihr da Lust drauf habt und ja, bin gespannt auf eure Meinung und ihr Lieben, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr, lasst mir einen netten Kommentar da, lasst mir ein Däumchen da, würde ich mich richtig drüber freuen. Wir sehen uns. Bis dann, tschüss!